Jetzt meine kurzen Erfahrungen zum Thema Open Core Legacy. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, also wer noch nicht so alt ist, der wahrscheinlich noch nicht. Ende der 90er Jahre ging das damals los. Die ersten Mac-Clones, die damals erschienen, von der Hardware aus deutlich günstiger als die Macintosh-Rechner, die man sich damals kaufen konnte für noch wirklich viel Geld, 90er Jahre noch. Das wurde auch in vielen Fachzeitschriften damals eruiert, das Thema und diskutiert. Gab es auch schon sehr viele Anzeigen von Händlern, wo man Mac-Clones hätte kaufen können. Ich hatte damals selber überlegt, ob ich mir einen Mac-Clone zulege, weil er doch um einiges günstiger war und die Fachzeitschriften schrieben da schon vehement viel über das Thema. Wurde in Mac-Welt diskutiert, in Mac-Up diskutiert, auch in Deutschlands Designer-Magazin-Zeitschrift Page. Das war das große Thema, so Mitte, Ende der 90er Jahre. Das Thema Mac und Clones, ne? Also das Betriebssystem auf einem herkömmlichen, fast schon Windows-PC-Rechner installieren können. Es ging dann, glaube ich, Anfang 2000 ging es dann los, ein heftiger Streit zwischen Apple und diversen Clone-Herstellern. Da wurden Rechtsanwälte richtig aktiv. Und man merkte dann, also es war wie gesagt damals so Ende, Mitte der 90er, Ende der 90er, haben viele, einige überlegt, ob sie das machen sollen, aber das war wie gesagt das Risiko. Man wusste nicht so richtig, wohin die Reise geht. Bis dann, ja, ich sag mal so Anfang 2000 kam dann der große Eklat, immer mehr Rechtsstreitigkeiten zwischen Apple und den diversen Klonherstellern. Wer es vielleicht noch weiß, also Jumex war zum Beispiel damals, ich habe mir da so einen fetten Scanner gekauft. PowerMac 8180, das war so mein erster PowerMac, den ich hatte. Davor ein Quadra 840 AV, den habe ich dann umbauen lassen von Schulz Bürocomputer. Nee, ich habe meinen Rechner bei Systematics in München gekauft, genau. Systematics in München, so hieß die Firma damals, da habe ich mir meinen Quadra 840 AV gekauft für, oh, es war eine Unsumme an Geld von D-Mark. Das war mein Studium sozusagen. Meine Studiengebühren oder noch Studiengebühren jetzt gar nicht gereicht. 15.000 D-Mark damals, glaube ich. Plus dann den Monitor noch oben drauf, so ein 16 Zoll Monitor für nochmal 3.000 D-Mark, also irgendwie 18.000 D-Mark hat die Kiste gekostet. Ich habe es dann irgendwann umrüsten lassen auf ein Power Mac 8180. Und das war so die Zeit danach. Da ging es dann los mit den Clone-Geschichten. Dann kam noch ein Power Mac 9500 raus. 180 MP Multiprozessor. Den habe ich damals auch gekauft für. Es war auch eine Unsumme an Geld, was ich da ausgegeben für Apple Computer. Also kann man sich gar nicht vorstellen, Hardware. Und das war so dann die Phase, wo es dann ja schon darum ging, die Mac-Clones. Da haben viele, wie gesagt, schon überlegt, ob sie es machen sollten oder nicht. Keiner wusste aber so richtig, wohin die Reise geht, und man wusste, man hatte schon so ein arges
Bedenken, dass das irgendwie auf Dauer gut gehen wird. Also Radius war ein guter Monitorhersteller. Dann Umax, die haben damals gute Scanner gemacht. Ich selber habe auf dem Formac-Monitor gearbeitet. Die bieteten damals so die ersten 24-Zoll-Monitore mit Grafikkarte. Das waren so die Zeiten, da ging es los. Für die Leute, die ein bisschen Pioniergeist noch haben und diese Pionierphase noch mitgemacht haben und sich da ein bisschen auskennen, die heutige neue Generation, die kennt das ja alles nicht mehr. Die denken zwar, sie wissen alles besser. Deswegen wollte ich jetzt mal, das hängt schon damit zusammen, auch braucht nicht glauben, dass ich jetzt irgendwie groß ausschweife. Das hängt direkt mit dem heutigen, also gut über 20 Jahre danach. Viele haben das, wie gesagt, schon vergessen. Aber das Open Core Legacy ist im Endeffekt genau das Wiedergekäuerte von diesem Thema. Damals ging es darum, macOS 8, 9 System auf anderen Hardware-Systemen installieren zu können. Heutzutage geht es eigentlich eher schon um die Firma Apple selber, die verbietet, dass man seine eigenen Maschinen aus ihrem eigenen Hause mit neueren Betriebssystemen versehen darf. Gut, der Amerikaner ist so, wie er ist, muss man auch manchmal so sagen. Highly competitive, das Endstadium des Kapitalismus. Man hat es ja durchaus auch mitbekommen, so die letzten, gut 15 Jahre, glaube ich, dass es eigentlich eher so, man hat manchmal eher das Gefühl, es geht eher einen Bach runter als irgendwann muss wahrscheinlich der Typ wieder her, der nicht mehr da ist, namentlich Steve genannt, der dann irgendwie die Karre wieder aus dem Dreck holen soll. Aber jetzt zum Thema nochmal zurück. Open Core Legacy, das ist im Endeffekt das Gleiche, was damals mit macOS 9 vollzogen wurde. Jetzt auf OS X-Version, dass Leute sozusagen auf älteren MacBooks oder Rechnern neuere OS X-Betriebssysteme installieren können. Es ist ja eigentlich so dahinter die Geschichte dahinter ist ja eigentlich eher so ein Hackintosh, also genau das gleiche Thema wie damals, ne, auf PC-Hardware ein macOS 9-System installieren können. Und heutzutage geht es halt dann darum, bei dem Open Core Legacy-Projekt, da auf älterer Mac-Hardware neuere Betriebssysteme zu installieren, damit irgendwas, eine Grafikkarte emuliert wird. Oder sonstige Rendering Engines und Kernels. Und wie gesagt, ich habe mich, bevor ich mit dem Open Core Legacy Thema schon angefangen habe, habe ich mich genau an diese Zeit zurückerinnert. Hatte so ein Déjà-vu, ne? Und wusste eigentlich, hatte schon so eine Vorahnung, dass das Apple mit Sicherheit nicht schmecken wird, wenn man die Vorgeschichte schon kennt. Dass das nicht passieren wird, das glaube ich, Open Core Legacy. Man kann das nehmen zum Spielen, wenn man viel Zeit hat, gerade und mit Betriebssystemen sich gerne beschäftigen möchte und mit Greg Fredericks und Tim Apples, die sich da in die falsche Richtung austoben, meiner Ansicht nach. Ein Betriebssystem ist, wie gesagt, dafür da irgendwas in Betrieb zu halten. Ich glaube, Steve war eher so ein Typ, der wollte eigentlich vor seinem Ableben, war so sein Wunschtraum, Betriebssystem der Menschheit zu hinterlassen, wo das Gefühl hat, ja, das ist was Anständiges, damit kann man was anfangen. Ich glaube aber, jeder Pioniergeist merkt dann irgendwann, also um Stabilität geht es ja gar nicht in dem ganzen Market, im IT-Market schon gar nicht, in der Computerindustrie auch nicht. Es geht immer um die Konsumwirtschaft, jedes Jahr eine neue Kiste rausbringen, irgendwas Neues,
was dann keinen Sinn macht und man eher kaputt entwickelt. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein Fan von den alten Widgets, dieser ganze Screen, wo man seine Widgets so anordnen konnte, wie man Bock hatte. Entwickler da fleißig tolle Widgets mit unterschiedlichen User Interface Designs produzierten. Spaces war auch eine tolle Erfindung. Aber man weiß es ja bei Apple, das ist eine Firma, die rationalisiert auch gerne weg. Wie gesagt, die ganzen Ports haben sie auch schon alle wegrationalisiert. Diese Dongle-Schiene da mit irgendwelchen Adaptern zum Anstecken von USBs, Firewires, Monitoren oder was auch immer, hat auch ganz schlecht funktioniert bei Apple. War auch, also man weiß, bei Amerikaner, der macht so manchmal einen Schritt vorwärts, dann macht er wieder drei Schritte zurück, dann braucht er wieder mindestens 5 bis 10 Jahre zum Überdenken und dann so nach 10 Jahren wird das Ganze dann als neue Innovation, was es schon vorher gab, wiederverkauft und der Konsument, der, sage ich mal, schon fast schon ein bisschen Idiot, der merkt es schon gar nicht mehr. Deswegen, also für Leute, die, wie gesagt, ein bisschen Erfahrungswerte haben und sich in der Branche auch gut auskennen und die Branche jahrzehntelang gut studiert haben und die ganzen CEOs teilweise auch mitbekommen haben, die da die Karre jedes Mal in den Dreck gefahren haben und dann musste der Typ wieder antanzen und die Karre wieder aus dem Dreck ziehen. Deswegen, ich kann euch jetzt, wie gesagt, aufgrund dieser Vorgeschichte, die man ja schon kennt, von macOS 9 aus, kann ich euch zum Thema Open Core Legacy, weil es auch, wie gesagt, eher so eine Hackintosh-Version ist, dass man sozusagen aus jeder Windows-Kiste MacBook bauen kann oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr einen Software-Workflow habt, der laufen muss, kann ich nur davon abraten, das nicht zu machen, weil ich weiß schon, wie das damals gelaufen ist und es wird auch mit Open Core Legacy, ich glaube, Apples Anwälte werden da vehement dagegen vorgehen. Ich habe, wie gesagt, auch den amerikanischen Hardware-Repair-Markt so ein bisschen studiert, wie da Menschen verklagt werden, die sich Techniker nennen und Menschen helfen, Rechner zu reparieren, ohne dass sie gleich bei Apple Store einen Haufen Geld ausgeben müssen, damit die Batterien die Akkus da rausgeklebt werden oder was auch immer, oder die durchgebrannten Chips, weil die Lüfter immer schlechter werden und die Komponenten immer kleiner und heißer und unterdimensioniert, weil sie einfach zu klein sind, die Komponenten, und wenn es zu heiß wird, dann brennt es halt durch. Ganz besonders, was so Circuits und Stromversorgung anbelangt. Gut, ich habe jetzt Hardware nicht studiert, aber die Hardware-Ingenieure können euch da besser beraten als ich. Und wie gesagt, das Open Core Legacy-System, das ist, wie gesagt, mehr so eine Hackintosh-Variante. Eigentlich genau das gleiche wie zu macOS 9-Zeiten, um auf einer anderen Hardware-Architektur ein OS X-Betriebssystem installieren zu können. Und also ich glaube, einfach ist es nicht. Man muss schon echt ein guter Computer-Nerd sein, um das irgendwie stabil am Laufen zu halten und dann jedes Mal die Apple Security Updates durchtesten und sonstige X.1-Version durchtesten und Updates, ob ihr System, Clone-System dann immer noch funktioniert, weil den Clone-System wird es natürlich so schwer gemacht, wie es nur irgendwie geht. Also ich wollte, wie gesagt, hier einen Rechner haben mit einer 4 TB Festplatte innen drin, SSD. Da zahlst du heutzutage bei Apple, da müsste ich jetzt
4.500 bis 5.000 Euro hinblättern. Das war mir zu blöd, deswegen habe ich mir ein Mit-2012 MacBook gekauft, habe das aufgeforstet und rumgefrickelt und dass es halt noch läuft. Ich finde es immer noch gut. Ich würde es heute, wenn Steve noch leben würde, ich würde ihm sagen: Mensch, bring so eine gleiche Kiste wieder raus, mit allem drum und dran, mit dem DVD-Laufwerk, also ein 15 Zoll Gerät, mit dem DVD-Laufwerk, DVD-RW-Brenner, CD-R, CD-RW-Brenner, lauter USB-Ports, eine Karte zum Reinstecken der Fotospeicher, etc. etc. Ein Buchsenanschluss für ein Mikrofon und ein Kopfhörer. Plus eine Batterie, ein Akku einfach zum Austauschen als diese geklebte Kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte man heutzutage ein bisschen schmäler bauen und die Lüfter würden wahrscheinlich noch besser lüften als die heißen Intel-Maschinen heute. Und ich glaube, Entwickler wären immer noch froh, wenn sie eine Kiste haben und sie für beide Welten entwickeln müssen. Wie auch immer, das Open Core Legacy-System ist, wie gesagt, das Pendant zu diesem Thema, was es schon Mitte, Ende der 90er Jahre gab. Ich muss euch, wie gesagt, sagen, ich habe das jetzt 3 Wochen lang getestet, das System Open Core Legacy. Die Installer erstellen, Big Sur, Monterey, Ventura habe ich durchgetestet. Ich habe das eigentlich nur gemacht, mal so ein bisschen aus User Interface Interesse. Ich bin ja selber so ein bisschen, komme ja aus der Schiene. Muss aber dazu sagen, das ist wieder so eine typische Geschichte, wo ich sage, Apple USA ist gerade richtig gut dabei, wieder viel Gutes kaputt zu entwickeln. Ist aber meiner Ansicht, also ich, man kann sich streiten über User Interface Design. Big Sur, Monterey geht noch, aber Ventura finde ich wird Katastrophe. Ich glaube, da kommt auch irgendwann der große Kahlschlag und der Rückblick, wo sich dann jeder wieder sagt: Oh Mensch, vorher war es, war echt besser. Ne? Das hat aber auch viel mit der Vereinheitlichung zu tun, die Apple da gerade durchmachen möchte. So ein MacBook Pro aussehen lassen, als wäre es ein iPad. Das betrifft auch hier die System Prefs. Das ist noch klar, schön übersichtlich. Die Icons sind noch schön. Ne? Bei Big Sur hat man gemerkt, es wird immer hässlicher. Also man merkt auch, das finde ich vom Geschmack her lässt die Firma extrem nach. Die ganze Mannschaft, ich finde, da fehlen lauter, also ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so der ehemalige Marketing Apple Fellow, na, er ist noch drin. Also ich bin, wie gesagt, also besonders die Riege hier, gut, das ist ja die Finanzdame, die kümmert sich nur um. Aber die 3 Jungs hier, also ich bin so, weiß nicht, ich bin vom, also ich bin einfach von dem ganzen Team, bin ich einfach nicht mehr, bin auch kein Apple Watch. Eine Uhr ist eine Uhr, gut, ich muss jeder selber wissen, ich bin froh, dass ich jetzt kein Ding habe, noch am Handgelenk, was ich auch noch irgendwie Software updaten muss. Und da mich um Aufladezyklen kümmern muss. Bin einfach froh, dass ich im Handgelenk irgendwas noch habe, wo ich nicht ans Aufladen denken muss. Und wie gesagt, die 3 Apple Watches, die jetzt dann wieder rauskommen. Ich habe eher so manchmal den Eindruck, der Herr ist den ganzen Tag sowieso nur noch mit seiner Apple Watch beschäftigt. Und ich kann mich auch nicht identifizieren mit diesen Zukunftsvisionen, die wir haben, da mit irgendwelchen virtuellen 3D-Brillen. Ist ja doch auch so ein bisschen die ganze,
eher so eine Gamer-Kiste geworden, fast schon so eine PlayStation. Das muss man auch mal dazu sagen. Zurück zum Thema. Ich habe, wie gesagt, Bixur, wollte das nur aus User-Interface-Gründen mal durchtesten, das Bixur und Monterey und dann Ventura. Ventura finde ich katastrophal grausam. Das ganze System Prefs wird viel zu textlastig, kapiert kein Mensch mehr. Ich finde, wird auch alles unmenschlich, ne? Also hier ist es noch so, dass man wenigstens noch beim Trackpad, da sieht man wenigstens noch eine Menschenhand, die da irgendwie zeigt, wie das, also wenn es mal geladen wird, dass wenigstens eine Menschenhand mal zeigt, wie das so funktionieren würde. Da sind bloß noch lauter komische Icons zu sehen. Also ich finde, das ist immer noch so das schönere User-Interface-Design mit wenigstens mal ein bisschen Geschmack noch für die Icons. Das wird mir schon ein bisschen so arg Bonbon. Die Widgets da in die rechte Seite quetschen, war ich noch nie groß Fan. Fand die Widgets vorher, wie sie waren, ein Screen von Steve. Da kann man sich die Widgets so anordnen, wie man will. Hat man auch so ein bisschen demokratische Freiheit, kann man selber entscheiden. Hier wird alles reingequetscht. Bixur, Monterey wird es noch schlimmer, weil die ganzen Nachrichten da noch reinflattern und der ganze Krempel rutscht sowieso dann irgendwann nach unten. Apple Mail ist auch schlechter geworden, finde ich. Unter Catalina ist es noch besser. Und dann zum Thema, wie gesagt, Open Core Legacy, da geht es auch wirklich um Kernel Panics. Gerade diese ganzen Kernel-Geschichten, die kennen wir ja schon hier aus Edgard und wissen schon, wir wissen ja schon, also wie hochempfindlich dieses Kernel-System geworden ist, mit diesen Kernel-Extensions, was die damit anstellen können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Network-Extension, ich habe die nie zum Laufen bekommen. Nicht unter Bixur, nicht unter Monterey, auch nicht unter Ventura. Das Einzige, was einigermaßen stabil läuft, ist die Kernel-Extension und selbst da futzeln sie ständig rum. Deswegen hat ja Apple auch wieder noch ein Update rausgebracht mit irgendwelchen Kernel-Fixes angeblich. Ich glaube aber eher, bei diesen neueren Updates geht es eher darum, diesen ganzen Open Core Legacy Party da eins reinzudrücken, weil die werden kräftig zu kämpfen haben, aufgrund dieser Background-Geschichte. Also wenn ihr ein System habt, wo ihr jeden Tag dran arbeiten müsst und ihr überlegt, ob ihr euch da ein neueres Betriebssystem drauf knallt für einen Rechner, einen hauseigenen Rechner, der das nicht mehr unterstützt, weil die Firma keinen Bock mehr hat, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die ganze Partei hier, mal wenigstens mal ein Betriebssystem fertig zu machen. Europa jedes Jahr vertrösten, ja, da kommt dann schon irgendwann das nächste und das nächste und das nächste und das nächste System. Ich glaube, Damen und Herren, sowieso schon lange nicht mehr. Ich habe schon irgendwann gesagt, das ist einfach nur noch eine Consumer-Geschichte, ne? Der Amerikaner muss auch mit China, der muss verdienen, der hat zu kämpfen, wissen wir alle. Deswegen müssen die sich ständig etwas neu einfallen lassen, damit sich das Made in China auch gut verkauft mit seinen Billionären, die da alle gut ihre Finger drin haben in diesen ganzen Geschäften und sich ja auch nicht trauen, haben es ja erfunden im Endeffekt. Also deswegen muss die amerikanische Firma ja rausballern, was geht, Betriebssysteme abschalten, weil die sind finanziell schon so abhängig von China. Deswegen müssen die das Laufrad fleißig am Laufen halten. Selber, glaube ich, Hardware bauen können die nicht mehr. Und wie gesagt, dann noch die ganze Hintergrundgeschichte, die man schon kennt.
Das hat, glaube ich, schon auch mit China zu tun. Nicht, dass da China irgendwie irgendwelche Billig-Macs, Hardware-Macs rausbringt mit irgendwelchen USX-Clone-Systemen. Also das kennt man von damals schon irgendwie. Und eigentlich 20 Jahre später geht es wieder von vorne los. Deswegen, wenn ihr einen Software-Workflow habt, den ihr am Laufen halten müsst, kann ich euch nur davon abraten, das zu installieren, weil die Jungs die müssen mit Made in China Geld verdienen. Ich hänge auch, wie gesagt, nicht den ganzen Tag hinter so einer virtuellen Brille. Es ist auch, glaube ich, nicht, weiß nicht, ob das so die Zukunft ist, eher so was für Gamer oder Leute, die sich den ganzen Tag mit Avataren beschäftigen oder Menschen zeigen wollen, wie ihre neue Luxusjacht von innen aussieht. Also, wenn ihr einen Software-Workflow habt, den ihr erhalten müsst, dann lasst die Finger davon. Ich habe es, wie gesagt, hat mich gute 3 Wochen jetzt gekostet. Bin aber, wie gesagt, ich habe das aus eher so ein bisschen auch aus Interesse oder noch nicht mal Neugier, weil mich langweilt das Thema Betriebssystem ist schon mal. Ein Betriebssystem ist dafür da, dass irgendwas in Betrieb gehalten wird. Für die sind halt Betriebssysteme ist eher so eine Spielzeugfabrik. Ist auch nicht mehr der Burner, muss man ganz ehrlich sagen. Die Mannschaft hier einen Softwarebalken zugucken von links nach rechts. Mit und ohne Greater China, wieder irgendwie Software installiert wird und abgedatet wird und als haben die gerade irgendwie, sind die gerade beim Haare föhnen. Das ist es halt auch nicht mehr. Ne? Also ist einfach nicht mehr der Burner. Geht, glaube ich, vielen so heutzutage, dass diese Software jede Woche wieder Update-Button drücken, ist halt nicht mehr der Killer. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Zeiten der Euphorie, wo das noch so toll war, die sind jetzt auch langsam dröge verdödelt. Die ganze Mannschaft vertröstet uns auf irgendwelche neue Made in China Hardware, damit wir fleißig kaufen und neue Betriebssysteme testen. Ich bin schwer enttäuscht von dem teilweise Geschmacklosigkeit. Also es ist, das User Interface hat stark nachgelassen, finde ich. Das, was vorher einfach war, wird komplizierter und teilweise geht auch nicht richtig. Und wie gesagt, Open Core Legacy Patcher, wenn ihr einen Software-Workflow habt, den ihr erhalten müsst, dann lasst die Finger davon. Wenn ihr Sicherheits-Updates, Backups habt, irgendwie, die ihr pflegen müsst, von euren ganzen Systemen, also ich spreche jetzt hier für Musiker oder Grafiker oder Industriedesigner oder sonstige Künstler oder was auch immer, die hier jeden Tag irgendwelche Daten produzieren und das irgendwie ihr ganzen Workflow halten müssen, inklusive der ganze Backup-Strategie, damit da, wenn irgendwas schief läuft, ihr dann das euren ganzen Workflow noch retten könnt. Wenn ihr da die Karten auf Open Core Legacy Patcher setzt, man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Wenn ihr Pech habt, lässt sich dann irgendwann Backup nicht importieren oder irgendwas. Da weiß man, wie gesagt, nicht, was die Zukunft sich da die Anwälte einfallen lassen. Deswegen kann ich euch da eher von abraten, weil, also ich hatte, wie gesagt, das Problem hier mit, habe das getestet hier auf Big Sur, auf der Maschine. Da kam mir, wie gesagt, you do not have permission. Das hat was mit diesen Kernel-Extensions zu tun, mit diesen Kernel-Patches. Und ihr habt eigentlich ein weitaus labileres System, so glaube ich, aus Sicherheitsgründen. Also die Leute können euch da viel leichter in euren System rumpopeln,
mit diesen ganzen Patchern, die, glaube ich, die alle nicht, die halten nicht, ne? Die Patches, die halten diesen, dem Stability-Konzept nicht stand. Ich wollte das, wie gesagt, testen hier unter Big Sur, da einen Song exportieren. Hier Send Song to Music, genau. Da läuft ein Apple-Skript im Hintergrund, also ein Automation. Und dann startet halt auch nicht mehr Apple Music, um da irgendwie seine Musik zu verwalten. Als Musikkünstler, das geht dann auch nicht mehr. Da kann man ewig warten, da kommt kein, da öffnet kein Apple Music mehr oder sonst irgendwas, weil Permissions denied, also das heißt, irgendjemand hat über diese Kernel-Funktion, ist da rangekommen an euer System und kann da Tod und Teufel verändern. Und ihr bekommt erst gar nichts so richtig was davon mit. Das war der Test. Monterey installieren auf dem System hat nur einmal funktioniert. Wenn ihr den Rechner neu startet, seht ihr bloß noch so einen Futzelbalken hier. Der Rechner läuft heiß ohne Ende und der Balken bleibt da stehen stundenlang. Also das war Monterey. Einmal installieren und dann geht es nicht mehr beim nächsten Neustart. Weiß man also auch, muss da, könnt ihr dann einmal ein bisschen im Internet rumsurfen. Dann fängt der Rechner an, heiß zu laufen. Also die Kernel-Patches und die sonstigen Patches, die werden nicht halten. Gewollt, ungewollt, man weiß es hier nicht. Das FBI, Federal Bureau of Internet, wird sich schon irgendwas einfallen lassen. Dass das wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren wird auf Dauer. Es ist wie gesagt ein Spielzeug, damit ihr euch die neueren Systeme mal angucken könnt, die eher schlechter werden als besser. Insofern, also wenn ihr, ich tendiere eher dazu, bleibt bei OS X Catalina. Wäre ja noch schön, wenn sie mal der Amerikaner auch mal was fertig machen würde. Aber gut, er hat durch keinen Bock mehr. Er muss ja Geld verdienen, der Amerikaner. Er ist ja so abhängig von Made in China, dass er ja das richtig das Laufrad am Laufen halten muss. Ich glaube auch nicht, dass die so schnell mit ihren Chip-Firmen in Amerika hinterherkommen. Das wird, glaube ich, kurzfristig und langfristig wird das schwierig für den Amerikaner. Da kann sich jetzt Bill Gates und Warren Buffett wieder ein kleines Pläuschen halten, wer recht hat oder Unrecht hat. Aber ich glaube, also das wird, man kennt den Amerikaner, highly competitive markets. Steve Bill Gates Zeiten haben wir mitbekommen. Steve Google Zeiten haben wir mitbekommen, war auch nicht immer leicht. Steve Adobe Zeiten haben wir mitbekommen, war auch nicht immer leicht. Und dann noch die vielen Prozessorwechsel, aber ich glaube eher, dass die Prozessorwechsel auch ein gutes. Da geht es ja nicht um irgendwelche Workflows, damit Entwickler irgendwelche auf einer Maschine für zwei Welten entwickeln können oder was auch immer. Geht es auch nicht, also insofern. Also wenn ihr viel, viel Zeit habt und euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr aber, wie gesagt, einen Software-Workflow habt, den ihr halten müsst, inklusive der ganzen Backups und eure Daten, die euch, die ihr wertschätzt und im Falle des Falles müsst ihr irgendwelche Backup-Reimports, also ihr müsstet das ja das alles dann durchtesten, ne, ob das überhaupt alles funktioniert mit der Patching. Patchen, Patchwork läuft sowieso Patch-Geschichte. Also ich glaube nichts, ich weiß, glaube auch nicht, dass die so jetzt so fit sind, die Entwickler, dass die
das werden die nicht schaffen, dass die so eine, gegen so eine Riesenschar an Anwälten dagegen halten können. Wie gesagt, das Federal Bureau of Internet, FBI, die haben ja auch gute Unterstützung von NSA Backend, ne? So ein bisschen. Insofern, ich glaube, die werden es dauerschwer haben. Also es ist wie gesagt ein Spielzeug, um mal irgendwelche Systeme mal so ein bisschen versuchsweise auszutesten. Aber für einen Rechner, der den ganzen Tag im Internet hängt, zum Browsen, andere Software, die sich irgendwohin verbindet. Also ich habe gemerkt, es wird immer instabiler und die Kernel-Patches, die halten das nicht, das IT-System ist zu wackelig. Wie gesagt, Ventura ist gleich beim Neustart dahin geblieben. Da hat sich nichts mehr bewegt. Dann bin ich eine Zigarettenpause gemacht. Der Balken blieb genauso wie vorher. Der Rechner pfeift wie blöd. Also da muss ich die Open Core Legacy, die meint es ja nur gut, ne? So anderen Menschen, gut, wir wissen ja, das ist halt Apple. Erst, was weiß ich, USB-Ports wegrationalisieren und Monitoranschlüsse und einen Adapteranschluss mit einem Monitoranschluss koppeln, damit das Gerät dann noch dünner wird. Also das könnte man heutzutage, das mit 2012, das könnte man heute, glaube ich, also 3, 4 mm dünner bauen und dann habe ich immer noch Platz für so einen großen Akku da drin, den ich einfach nur austauschen kann, indem ich da ein paar Schräubchen entfernen würde. Da würde sogar noch ein DVD-Laufwerk reinpassen mit der Festplatte. Die fällt ja komplett weg hier, dieser ganze Bereich. Da hat man so riesen Platzgewinn. Also das wäre ja ganz Akku. Das würde ja 2 Tage lang reichen eigentlich, wenn man das effizient baut. Also ich, wie gesagt, ich halte das auch eher für so eine Propaganda. Man kennt Apple-Propaganda, kennt man auch, ne? Also man weiß, viele Versprechungen hat man mitbekommen. Ich habe, wie gesagt, Multiprocessing, war ich einer der ersten, der da mitgemacht hat mit Photoshop-Plugins und gemerkt hat, oh, das war das, was uns Apple da verzapft. Das stürzt mir mein Rechner 20 Mal am Tag ab. Also wenn ihr viel Zeit habt, könnt ihr das mal durchtesten. Ansonsten würde ich euch eher davon abraten. Lasst es einfach. Man kennt, wie gesagt, die Vorgeschichten aus den Mitte 90er, Ende 90er Jahren. Waren noch die OS 9, 8, 9 Zeiten. Und ich glaube jetzt nicht, dass es bei OS X anders wird. Sonst könnte sich ja jeder heutzutage den Notebook beim Aldi kaufen und da ein stabiles, sicheres OS X-Betriebssystem installieren, mit dem man dann jeden Tag arbeiten kann. Also ich glaube nicht daran, dass das funktionieren wird langfristig. Ich glaube eher, die werden genauso baden gehen wie die ganzen Power Computings, Daystar, Radius, UMAX und wie sie alle damals hießen. Und ich glaube, dass da Open Core Legacy Patcher, die weiß nicht, ob die da fit genug sind. Wie gesagt, das reicht, wenn das Federal Bureau of Internet sich einmal ein neues Apfel-Update einfallen lässt und dann knickt halt irgendwas anderes, knickt dann wieder ein. Dann ist es vielleicht nicht mehr
Das sind so die ersten Anzeichen von Systemen, die man durchcheckt und man merkt, dass dann irgendwas nicht mehr läuft. Ne? Also dass dann irgendwie im System, man ist noch nicht mal, wie gesagt, als Super-User an seinem Rechner angemeldet. Ich habe das mal, wie gesagt, wieder zurück zu, nachdem ich, wie gesagt, Big Sur durchgetestet habe, Monterey durchgetestet habe. Man hat fast den Eindruck, bei Big Sur haben sie sich noch mehr Mühe gegeben. Bei Monterey hatten sie dann auch schon keinen Bock mehr, weil sie schon wieder an Ventura gedacht haben. Man kennt es bei Apple, das Betriebssystem ist ihr Lieblingsspielzeug, da wird ständig rumgefummelt und rumgefrickelt und was fertig bringen sie auch nicht. Deswegen, ich habe jetzt hier einen Clean Install gemacht sozusagen von Catalina, da meine Daten migriert und importiert, um zu sehen, ob da noch aber ein Ton kommt halt immer noch nicht raus. Ne? Das war das Einzige, was unter Big Sur funktioniert hat. Und Monterey und Ventura, der Artwork-Screensaver. Ne? Das ist das Einzige, was funktioniert hat. Ich weiß nicht, was die da rumpopeln an Catalina. Wie gesagt, die sind ja, glaube ich, da bei Catalina auch noch nicht fertig. Und jetzt eine neue Kiste kaufen für ein neues Betriebssystem halte ich persönlich für doof. Aber gut, das hat, wie gesagt, mit Apples Politik ist auch viel Politik. Da geht es viel um Wirtschaftsbeziehungen. Wie gesagt, der Amerikaner ist sowas von China abhängig. Der wird es gar nicht mehr ohne den schaffen. Deswegen musst du ja schauen, dass der Rubel rollt. Der Amerikaner macht noch die Software. Wo ist es denn mein Lieblingsbild? Das Software. Das habe ich jetzt doch hier. Software. Ne? Der Amerikaner macht die Software und der andere macht die Hardware. Die großen Kisten hier, ich glaube nicht, dass das sind nicht so die Sales Maker, die Firma, die sie dann in Maker gepflanzt haben für ihre Mac Pros. Das ist nicht der Wirtschaftsfaktor. Wirtschaftsfaktor sind diese ganzen Kisten, iPads, iPhones, MacBooks, MacBook Airs, diese ganze Consumer Geschichte, ihre USA-Fabrik für ihre Mac Pros, das ist nicht der große Geldbringer. Das weiß aber auch der Amerikaner auch selber. So viel dazu zum Thema: Solltet ihr OpenCore Legacy Patcher verwenden oder nicht? Wie gesagt, wer es noch kennt aus den Mitte 90er, Ende 90er, Anfang 2000 Jahren, der kennt das Thema schon durchgenudelt. Also, und ich glaube, wie gesagt, nicht bei dem Backend, der da noch vorhanden ist, von Federal Bureau of Internet und NSA, die da auch alle mit rumfuschen wollen, alles was. Überall da, wo eine Lücke ist, wird so gut ausgenutzt. Das merkt man ja heutzutage in Europa schon seit vielen, vielen Jahren. Da wird uns irgendwas verzapft von irgendwelchen Security-Fixes. Und dann kommt irgendwie eine Kernel-Security-Fix raus. Und man sieht ja so, ne? Man testet es ja durch und man schmunzelt drüber, ne? Über die Politik Federal Bureau of Internet, Made in USA. Finde auch die Superpower, die bröckelt langsam.
Ja, gibt so ein paar, irgendwo, es gibt so ein paar Hinweise, wo man sagt, Mensch, Elon Musk, der Fokus, der irgendwie Drogen befürwortet, diese ganzen, ich glaube, die sind doch teilweise, ich weiß nicht teilweise, was die da schlucken, aber ich weiß nicht, finde ich den Artikel jetzt noch? Oder wo war der? Das auf. Hier. Drogensumpf Silicon Valley, wie Elon Musk und Co. den Halluzinogenrausch zum Erfolgsfaktor verklären. LSD und Ketamin für die Karriere. Drogensumpf Silicon Valley. Also man merkt einfach, wie es da kriselt, ne? Also ich bin, wie gesagt, man hat auch mal den Eindruck, da kommt. Und mit dem Eindruck, die guten Zeiten sind vorbei, ne? Ist einfach so. Also ich glaube, der Chef von Larry Ellison hat es ja gesagt, von Chef von Oracle, der Steve ist weg und der wird auch nicht wiederkommen. Und Amerika wird auch keinen, da wird auch kein neuer Steve da so schnell geboren, ne? Punkt, fertig. Also ich bin da, wie gesagt, ja, also ich glaube fast manchmal, die hängen schon zu viel hinter ihren virtuellen Facebook-Brillen und Avatars und Robots und weiß nicht, gut, aber ich, vielleicht täusche ich mich auch, aber gut, der Market muss ja laufen. Wie hier gerade, weiß nicht, ob das, wo war das Bild hier gerade mit hier, wie wir uns angeblich täuschen. Bild hier mit den beiden Amerikanern, gut, und Chinesen. Gut, also ich. Ihr könnt es testen, aber ich bin, wie gesagt, also vom User-Interface-Design her bin ich schwer enttäuscht von Big Sur und Monterey. Ventura ist Katastrophe, das ganze System-Settings. Boah, sowas von textlastig. Und der Big Sur hast wenigstens noch so ein bisschen, da siehst du wenigstens noch hier unter Desktop und Screensaver. Nee, wo ist das hier unter Dock? Oder General oder das, was sie da irgendwie versucht haben zu vereinheitlichen, ihre Control Center oder wie das jetzt heißt. Ja, also es ist wahnsinnig textlastig geworden. Schrecklich. Also man sieht so richtig den Zerfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie das einfach, da kommt nicht mehr, also die guten Zeiten sind einfach vorbei. Also ich, merkt man einfach, ne, bei der Apple-Firma. Das ist, wie gesagt, auch das finde ich es wieder nett.
Also so, da wird, glaube ich, auch nicht viel, da wird doch nicht viel, da merkt man, also das fragt sich ja so manchmal, was die ganze runde Röhre da eigentlich ist, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Aber man merkt auch da, wie die Guten sind weg, wie gesagt, die guten Alten sind weg und das neue, was dazugekommen ist, ist, finde ich, ist einfach nicht mehr der Hit. Deswegen, also ich bin auch kein Silicon Valley, glaube, das war mal, ne? Aber es ist nicht mehr das, was es mal war. Also habe ich hier zumindest auch in Europa den Eindruck, dass es irgendwie, finde ich, zerfällt es so langsam. Dann guckt man sich noch Google-Android-Systeme an und da ist es auch schon am Bröckeln, weil es nicht so gut läuft. Gut, also wie gesagt, das war jetzt mein kurzer. 3 Wochen habe ich mich jetzt damit beschäftigt. Big Sur, Monterey, Ventura durchgetestet und gefällt mir nicht. Punkt. Und wie gesagt, sicher ist das, glaube ich, sowieso nicht. Bei so vielen Patches, die da ins System, tief ins System greifen, und merkt man ja, also da müssen die EFI-Boot-Partition muss da ja noch mit manipuliert werden. Also wundert euch nicht, wenn ihr dann irgendwann da Neustart macht und dann habt ihr bloß noch so einen Screen und es bleibt hängen. Also dann wisst ihr, gut, der EFI-Boot-Patcher hat verloren und der Kernel Panic hat auch verloren. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, das Federal Bureau of Internet wird euch immer Kummer und Sorgen bereiten. Das wird nicht funktionieren. Also das ist so das Schlusswort zu dem Thema. Zu dem Thema Open Core Legacy Patcher kann sein, dass Leute andere Erfahrungen gemacht haben. Aber ich glaube nicht daran, dass dass die gegen eine Schar von Anwälten halten können. Hardware-Ingenieure, Software-Ingenieure, da glaube ich, sind schon noch ein paar andere Federal Bureaus of Internet, FBIs, da, die da gut mitmischen und vielleicht sind die ja auch schon auf so einem Trip, wie auch immer. Müsst ihr euch selber überlegen. Also wenn ihr viel Zeit habt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten würde ich euch abraten.